Hallo Lego-Zug-Freunde, heute gibt es wieder mal ein neues Video. Und zwar bitte nicht wundern, warum ich am Boden filme. Es liegt daran, ich bin gerade mitten im Umzug drinnen und deshalb ist mein ganzes Equipment schon woanders. Aber ich habe versprochen, jede Woche kommt ein neues Video, also los geht's. So, ich habe mir wieder mal einen neuen Zug gekauft. Und zwar ist es der Passagierzug 60197. Der kam erst vor kurzem raus. Und zwar habe ich den einfach gebraucht, gekauft auf Willhaben. Vielleicht kennen einige von euch die Plattform. Weil ich es zu schade finde, den jetzt neu zu kaufen. Und ich wollte einfach meine Lego-Zugsammlung erweitern. Mit dabei seht ihr einmal wieder ein paar Schienen und ein paar Weichen. Das sind jeweils die neueren Boxen, vielleicht kennt ihr die ja schon. Ich persönlich finde sie nicht sehr gut, weil, wie ihr gut sehen könnt, sind hier 4 Kurven drinnen und 8 geraden und 8 flexible. Bedeutet insgesamt, also die 8 flexiblen sind jeweils entweder 2 geraden oder 2 Kurven. Ich finde das generell sehr schlecht von Lego gelöst, weil kein Mensch braucht Kurven. Ich habe, wie ihr im letzten Video gesehen habt, 206 Kurven. Super, jetzt habe ich 210 Kurven. Kein Mensch braucht Kurven und ich habe keine Ahnung, was ich mit über 200 Kurven machen soll. Ich habe mich letztens entschieden, ein paar neue Geraden zu kaufen. War im Internet, habe alles mögliche abgesucht. Ich habe leider nichts gefunden, wo man nur Geraden kaufen kann. Jeder verkauft nur Kurven. Super. So, zu den Weichen, und zwar sieht die Packung fast genauso aus wie die alten, es hat sich eigentlich nichts geändert, ist noch immer der gleiche Preis. Wie ihr sehen könnt, habe ich es diesmal bei Thalia gekauft, weil ich einfach einen Gutschein noch übrig hatte. So, normalerweise kaufe ich kein Lego bei Thalia, aber egal, der Preis ist noch immer gleich und ja, also nichts Besonderes. So, und jetzt kommen wir mal zu dem großen Paket. Ich habe den Zug selber noch nicht ausgepackt. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich hoffe, er ist vollständig. Aber schauen wir uns mal den gemeinsam an. Yeah, wieder ein paar Kurven. Ich habe ja davon zu wenige. So, ich habe jetzt den Zug ausgepackt. Ich sehe auf den ersten Blick, dass jetzt nur ein Sticker fehlt. Und ja, ich meine, ich habe ihn für 50 Euro gekauft. Der Neupreis liegt bei 130 Euro. Habe ich mir 80 Euro erspart. Und wenn er fährt, dann ist es noch besser natürlich. Und das ist jetzt mein 13. Zug. Und in den nächsten Videos werdet ihr den natürlich wieder in Aktion sehen. Und er wird auch zu meinen anderen Lego-Zügen mitfahren. Was ich jetzt noch schnell gemerkt habe, dieses Teil ist verkehrt herum, wie man hier hinten auf dem Bild sehen kann. Aber das werde ich gleich ändern. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein kurzes Video, ich weiß. Und es tut mir leid auch, dass jetzt so komische Videos demnächst folgen. Aber ich verspreche euch, spätestens in einem Monat geht es Vollgas wieder ab mit riesengroßen Lego-Strecken, mit neuen Produkten von der Klassiker. Und es werden große, große Sachen demnächst folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß und ciao.